Herzlich willkommen, meine Freunde, zu einem neuen kleinen Projekt von mir, und zwar Farming Rally im Modpack bei Kian. Ja, Kian dachte sich wohl, ich liebe Harvest Moon und Stardew Valley, und das zusammen vereint in Minecraft nennt sich nun Farming Rally. Ist auf jeden Fall richtig cool. Zu der Story möchte ich mal sagen eben, also für mich persönlich, ich habe Stardew Valley gesuchtet. Ich habe, glaube ich, über 30 Spielstunden für so ein Farming-Spiel. Für so ein Farm, ne, Hühner und sowas. Und ich finde das Konzept richtig cool. Ich freue mich auch schon für den neuen Teil für die Switch. Und zwar Harvest Moon Light of Hope. Mit dem Leuchtturm und sowas. Finde ich interessant. Mal gucken, wie es am Ende wird. Und ja, Leute. Die Parts, die werden immer so lange sein wie ein kompletter Tag von 6 Uhr bis ja, am nächsten Tag 6 Uhr, ne? Das sind dann circa 15, 16 Minuten. Und deswegen würde ich einfach mal sagen, wir gehen schon mal in die Welt rein. Ich habe sie eben kurz geladen, damit das jetzt hier nicht so lange dauert. Welt wird geladen. So, da sind wir nämlich schon. Fast. Und ja, wie ihr seht, hier ist ein Regenbogen. Cool. Und das Ziel in diesem Spiel ist einfach, wir müssen ein Dorf aufbauen. Und nach jeder Jahreszeit, also oben links seht ihr jetzt Frühling 1. Das heißt, erster Tag vom Frühling. Ich glaube, immer 30 Tage, bis sich das wechselt. Und dann bekommen wir ein Geschäft, beziehungsweise irgendein anderes Gebäude, was wir dann beliebig irgendwo hin platzieren können. Ist das Treibsand? Schlammblock. Achso, einfach nur Schlammblock. Ach, sieht schön hier eigentlich aus. Jo. Das sieht richtig nice aus. Voll, ich bin Fan von dem Regenbogen. Und das Coole ist, hier unter Wasser ist ganz viel. Auch mega geil. Mega geil. So, haben wir ein Schwert? Nee, haben wir nicht. Aber wir könnten uns eins machen. Unten rechts seht ihr auch, dass da solche Wassertropfen sind. Das bedeutet, hier muss man auch Wasser trinken immer und nicht nur essen. Ja, toll, ne? Das ist die Erklärung auf jeden Fall. Und man kann seine Waffen aufleveln. Tschüss, Schwein. Dankeschön für dein Fleisch. Und hier haben wir noch eins. Geil. Ja, so. Die Kiste habe ich ja. Ich finde es gut, dass hier auch schon direkt eine Höhle ist. Da gehe ich jetzt nicht runter. Zuckerrohr, dich nehme ich mit. Und dann würde ich sagen, wir suchen uns erstmal einen schönen Ort, wo wir überhaupt das Dorf hinmachen wollen, ne? Weil hier ist jetzt nicht so eine freie Fläche und ich hätte auch keine Lust, jetzt hier alle Bäume wegzumachen. Zu den Mods, die in diesem Modpack drin sind, sind sehr, sehr bekannte Mods tatsächlich auch bei. Botania wäre zum Beispiel dabei. Ganz, ganz viele Autos, was ich besonders cool finde, dass man hier Autos fahren kann und sowas. Das hat man nicht überall. Vor allem so leckfrei, als ich das mal ausprobiert habe. Finde ich mega, mega cool. Und, ja, Bibelocraft, also Dekoration. Dann natürlich hier Bioms, Dingsy-Bumsy, dass wir hier so schöne Biome haben. Ich würde ganz gerne das Gras hier ab wegmachen. Wenn das mal jemand in die Kommentare schreiben würde, wäre ich sehr, sehr dankbar, weil ich weiß es gerade nicht, wie das geht. Weil das würde dann nochmal eindeutig flüssiger laufen, als es jetzt schon läuft. Wir haben nämlich gerade mal, ja, 22 FPS, aber es geht noch. Noch geht das hier. So, Biomes of Plenty. Ich suche ja eigentlich nur einen schönen Ort, ne? Das ist ja eigentlich mein Ziel für den ersten Part. Och, ist das da schön. Oh, jetzt habe ich C. Ich dachte, da wäre Optifine, falls Optifine überhaupt gibt. Dieses ganze Modpack ist außerdem auf der 1.10. Das ist doch mal mega geil, oder? Weil sowas hat man selten, dass Modpacks auf fast der neuesten Version sind. Also ziemlich auf der neuesten Version. Das ist mega geil. Okay. Ich glaube, ich schwimme darüber, weil da hinten sieht es irgendwie schöner aus, oder? Ach man. Soll ich da hinschwimmen? Ja, komm. Ich mache meine Insel da hinten.
Minecrafting-Ding haben wir natürlich zurückgelassen. Ne, wie jeder normale Minecraft-Player. So, hier. Dann mache ich mir mal ein Schiffi. Ach nee, mit Rudern. Gott, ich hoffe, ich kann das. Ich hoffe, ich kann das. Okay. Ja, ja, ach so, ist ja ganz normal steuern, denke ich mal, oder? Ich habe keine Ahnung. Oh Gott. Die Bootsteuerung ist ja richtig seltsam. Richtig seltsam. Hey, doch, gut, gut, gut. Wir haben ein Bett. Jetzt wäre natürlich nur toll, dass wir ein Botania Buch. Ach, haben wir. Okay, haben wir auch. Perfekt, perfekt. So, wie komme ich hier raus? Okay, irgendwie. Irgendwie bin ich da jetzt rausgekommen. Frag mich nicht wie. Ach, das ist... Oh, hier ist es echt schön. Aber hier kann man so schlecht einen Bauernhof bauen. Weil das ist ja so bergig. Und bergig ja... Berge... Blah, blah. Ein Bauernhof auf den Bergen, ne? Finde ich jetzt nicht ganz so geil. Toll. Jetzt muss ich ja erstmal noch suchen. Nach einem geeigneten Ort. Und das... Ach Gott. Alter. Welt. Lad mal bitte schneller. Das wäre sehr, sehr nett. Komm. Dich nehme ich mit. Ja, wie man sieht, hier kann man auch Level-Ups bekommen, wie in Stardew Valley. Finde ich mega geil. Fürs Sammeln, fürs Zerlegen. Da wird man nämlich immer stärker. Das ist echt ganz gut gemacht hier. Und hier will ich noch nicht bleiben. Also der Ort ist wunderschön. Ja, vielleicht ist da hinter gerader. Gerader? Ja, ne, gerader gibt es. Gerade. Da hinten ist es gerade. Okay, hopp. So, bloß nicht jetzt tot. Gut. Ach, stimmt, wir haben ja weniger Herzen. Oh Gott, ich muss was essen. Ich muss was essen. Schnell, 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 schnell. Schnelli. Ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben. Okay, haben wir noch was? Rohrkolben. Sonst esse ich das hier noch. So, perfekt. Jetzt sind wir voll, dann heilen wir auch schneller. Achso, sind schon voll. Okay. Okay, okay. Alter, diese ganzen Schluchten hier, die nerven mich dezent. Vor allem gleich ist schon Nacht und wir haben nicht mal einen schönen Ort gefunden. Oh, der Birkenwald, der sieht ganz cool aus. Dahinter scheint nämlich eine freie Fläche zu sein. Dann gehen wir doch mal dahin. Gott, ich muss was trinken. So. Wasser hat sich ein bisschen aufgefüllt. Ja, ein Glück. Möchte ich jetzt hier rüber schwimmen? Ach man, ey. Oh, Weizen. Weizen nehme ich mit. Weizen ist super. Können wir dann direkt anpflanzen. Hier in meinem Inventar haben wir auch Bücher. Die würde ich aber dann vorstellen, wenn wir endlich den Ort gefunden haben. Weil in der Nacht hier draußen zu bleiben, möchte ich nicht empfehlen. Kann ich aber auch nicht empfehlen. So, Zuckerrohr nehme ich auch mal direkt mit. So, och. Ich dachte, hier wäre eine schöne Fläche. Und nein, hier ist keine schöne Fläche. Ist einfach nur Wasser, Wasser und Wasser. Ich glaube, ich habe echt eine Kack-Map hier gefunden. Also sie sieht zwar schön aus, aber was bringt mir eine schöne Map, wenn ich hier nicht ordentlich bauen kann? So, ist hier hinten vielleicht schöner? Ach man, noch ein Berg. Ah, Leute, das ist doch nicht hier euer Ernst hier. Biomes of Plenty. Was ist das denn hier? Keine Ahnung. Ich hab's abgebaut. Okay, ne, dann erkunden wir halt hier. Oh Gott, ich bin vergiftet. Aua. Oh Gott, jetzt muss ich schon wieder essen. Schon wieder essen. Ich hoffe, es wird nicht ab 16 Uhr hier schon Nacht. Weil dann muss ich mich irgendwo unten eingraben und dann halt schlafen. Boah, Mann, wenn hier die Bäume nicht wären, dann könnte ich es viel, viel besser begutachten. Ach nee, hier sind ja auch noch Berge.
Ich möchte eigentlich von den Bergen echt weg. Berge heißen nie Gutes. Nee, 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 nee. Berge immer böse, Leute, ja? Merkt euch das bitte. Merkt euch das bitte. Hoppi, hoppi, hopp. Oh. Also ich muss sagen, der See hier, der sieht schon geil aus. Da würde ich einfach sagen, ich habe den Ort gefunden, wo ich baue. Ich denke, da hinten, wo der Sand ist. Da scheint es nämlich nicht allzu Dingsy zu sein. Oh Gott, ich muss was trinken. So, trinken. Oh Gott, was habe ich? Twist. Ich weiß nicht, was Twist ist. Keine Ahnung. Ihr könnt mir auch jederzeit Tipps für dieses Modpack in die Kommentare schreiben. Werde ich fleißig lesen. Ich glaube, ich bleibe hier. Hier ist es, glaube ich, ganz gut. Ne? Hier ist alles frei, halbwegs. Paar Bäume. Da ist noch ein See. Cool. Okay, Leute. Dann bleiben wir auf jeden Fall hier. Dann könnte ich mir... Oh Gott, hier ist schon eine Höhle. Eine Kiste machen. Damit ich da mein Zeugs reintun kann. So. Hier, Birkenholz, eine Birkenkiste. Boah, oh, cool, eine Birkenkiste, die sieht da cool aus. Amazing. Amazing. So, oh, Kescher. Zerstöre Bienenstöcke, um Bienen zu sammeln. Ah, okay, cool. So, Glasflasche, ich fülle die mal eben auf, weil ich habe Durst. Dann bleibe ich auch mal eben hier stehen. So, Mampf, Mampf, Mampf. So, nochmal. Bis ich wieder voll bin. Ich weiß nicht, was Trist ist. Ist mir aber auch egal. Ist mir auch egal. So, und nochmal. So, dich nehme ich mit. Und dann gehen wir auch ganz, ganz schnell. Ach, scheiße, die Spitzhacke ist hier dann. Dü-dü-dü-dü-dü. Ich baue mir mal hier eben schnell einen kurzen Schutzbunker. So, runter. Hopp, hopp, hopp. Vielleicht hätte ich eine Treppe machen sollen, damit ich auch wieder rauskomme gleich. So, hoppidopp. Dann hätten wir nämlich den ersten Part schon mal überlebt, was ganz gut wäre. Ja, das ist gut, wenn ich den ersten Part überlebe. Das Projekt wird außerdem abwechselnd kommen mit Yu-Gi-Oh! Also kommt das hier Dienstag. Lass mich lügen. Donnerstag und Samstag. Minigames kommen auch mal zwischendurch. Aber die kommen dann eher abends, glaube ich. So um 17 Uhr. Wenn ich dann Lust habe, welche aufzunehmen. Sorry, Leute. Obwohl Skywars habe ich immer Lust. Aber ich warte immer darauf, dass ich genügend Coins sammle für die Skywars Kids. So, dann lege ich mich hier mal pennen. Mache hier zu. So. Und gute Nacht. Na, wir sehen uns dann wieder. Bis dann, euer Kamito. Haut rein und ciao.